Freunde, ich hatte ja das Glück, beim Launch-Event des Honor Magic 6 Pro im Februar in Barcelona live und in Farbe dabei sein zu dürfen. Und was Honor da in Bezug auf das Magic 6 Pro versprochen hat, das war schon ganz schön happig. Aber Freunde, sie haben auch fast alles davon geliefert. Aber eben auch nur fast. Für mich ganz persönlich gibt es an dem Honor Magic 6 Pro 2,5 Highlights. Das erste Highlight ist das Design. Ich liebe es. Und zwar von der ersten Sekunde an, seit ich das Gerät ausgepackt habe. Die Kunstlederrückseite des Magic 6 Pro in der Farbe Epic Green, was ich hier habe, ist einfach unglaublich schön, fasst sich gut an, gibt dem Gerät einen super Grip und ist natürlich auch robuster, als es eine Glasrückseite zum Beispiel ist. Ich weiß auch gar nicht, warum alle sagen, das Schwarze wäre das schönere Gerät. Ich finde das Grün unglaublich gut gelungen. Insbesondere mit dem leicht goldenen Rahmen sieht das richtig, richtig edel aus. Und ich nehme das Magic 6 Pro echt gerne in die Hand und freue mich darüber, wie schön es aussieht, wenn es neben mir auf dem Tisch liegt. Der Rahmen besteht übrigens aus Hochglanzaluminium, das habe ich aber auch zweimal nachgelesen, weil ich finde, das sieht eher aus wie Edelstahl. Aber ist ja auch super, weil Aluminium ja deutlich leichter ist als Edelstahl. Leicht ist das Honor Magic 6 Pro dennoch nicht, mit 225 Gramm zählt es eher schon zu den Kloppern unter den Smartphones, ist aber dennoch bei gleicher Größe 7 Gramm leichter als das S24 Ultra, was ja einen Titanrahmen und eine Glasrückseite hat. Das Gewicht des Honor Magic 6 Pro ist natürlich allein schon durch die Größe bedingt. Das Honor Magic 6 Pro hat ein schönes 6,8 Zoll OLED-Display mit einem Nano Crystal Shield, also einem sehr robusten Displayglas. Das Honor Magic 6 Pro hat einen sehr schönen hohen Kontrast und wird in der Spitze bis zu 1600 Nits hell, allerdings auch partiell bis zu 5000 Nits hell. Im Vergleich, das iPhone 15 Pro Max hat eine Spitzenhelligkeit von 2000 Nits. Also wenn ich irgendwann mal ganz nah an der Sonne vorbeifliegen sollte, dann wäre das Honor Magic 6 Pro mein Smartphone der Wahl. Das Display ist auch abgerundet und da scheiden sich ja die Geister, was besser ist. Ich bin eigentlich auch eher der flache Display-Typ. Aber das Gesamtdesign mit den geschwungenen Kanten, den runden Ecken, passt mit dem abgerundeten Display einfach total und es liegt super in der Hand. Was ein bisschen nicht so schön ist, ist die Dynamic Island. Oh, warte, falscher Hersteller. Ist die Magic Capsule, die längliche Notch im Display. Ich fand das bei Apple schon völlig überflüssig, weil einfach oberhalb der Notch Platz verschwendet wird, nur damit die Notch so losgelöst da oben abhängen kann. Und sie ist meiner Ansicht nach genauso nutzlos wie die Dynamic Island von Apple. Es verschwinden Timer und der Musikplayer da hinein, wenn man die jeweiligen Apps verlässt. Jedenfalls beinhaltet die schwebende Notch die Selfie-Kamera, zu der wir aber nachher noch kommen, sowie eine 3D-Tiefensensor-Kamera, die die Gesichtsentsperrung extrem sicher macht. Die meisten Android-Smartphones nutzen nur die Selfie-Kamera bei der Gesichtsentsperrung. Das iPhone zum Beispiel mit seinem Face Unlock nutzt seit jeher diese wesentlich sicherere Entsperrung mit dem 3D-Scan. So jetzt dann eben auch das Honor Magic 6 Pro, was schon ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal im Android-Bereich ist. Entsperren kann man das Honor Magic 6 Pro auch per Fingerabdruck. Das funktioniert außerordentlich akkurat, auch wenn der Scanner dafür etwas weit unten an dem Gerät angebracht ist. Aber der Mensch gewöhnt sich ja sehr schnell an alles. Bevor wir jetzt zum zweiten Highlight übergehen, möchte ich euch gerne ein besonders hochwertiges und schickes Stück Technik vorstellen. Wenn ihr richtig guten Sound für euer Zuhause oder die nächste Gartenparty sucht, dann schaut euch unbedingt den tragbaren HiFi-Lautsprecher Escape P9 von Sonoro an. Das Ding ist der Knaller. Mit den 4 rundum angeordneten Lautsprechern erhaltet ihr einen 360-Grad-Sound sowohl für euer Wohnzimmer als auch draußen im Garten oder auf dem Balkon. Denn der Escape P9 hat einen integrierten Akku, der bis zu 16 Stunden hält, sodass ihr ihn ganz einfach mitnehmen könnt. Und der Lautsprecher ist zudem wetterfest, sprich nach IPX4 gegen Spritzwasser geschützt, was bei uns in Deutschland bei Gartenpartys ja ganz wichtig ist. Koppeln könnt ihr den Lautsprecher ganz einfach via Bluetooth oder einem AUX-Kabel. Mit dem zusätzlichen M1R-Modul könnt ihr den Escape P9 aber auch mit Apple AirPlay und Google Chromecast nutzen und könnt den Lautsprecher so in euer Smart Home integrieren. Neben den richtig guten Specs ist mir aber besonders wichtig gewesen, dass sich der Escape P9 mit seinem hochwertigen und schicken Design wunderbar in mein Zuhause integrieren lässt. Das Mesh sorgt für einen natürlichen Look und der pulverlackierte Alurahmen und Handgriff machen den Lautsprecher ebenso elegant wie robust. Den Escape P9 von Sonoro gibt es in 3 verschiedenen Farben und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung.
Kommen wir nun zu meinem zweiten persönlichen Highlight und das ist ein überraschendes kleines KI-Feature. Natürlich setzt auch Honor wie alle anderen Hersteller auch auf das Thema AI oder für uns KI, insbesondere was das Thema Kameraaufnahmen und Bildbearbeitung betrifft. Aber mit einem Feature macht Honor einfach was völlig Neues und sowas gefällt mir persönlich ja immer richtig gut. Honor selbst nennt es das Magic Portal. Keine Ahnung, aber ich zeige euch sehr gerne, was dieses Magic Portal macht. Je nachdem, was ihr gerade auf eurem Smartphone macht und dann etwas markiert, sei es eine Adresse, ein Text oder ein Bild oder was auch immer, das gedrückt haltet und an den Bildschirm ranzieht, öffnet sich ein kontextbezogenes Menü, wo ihr das, was ihr da gerade mitzieht, droppen lassen könnt. Bei einer Adresse zum Beispiel ist es immer auch Google Maps, was hier angezeigt wird, was ich super mega praktisch finde, oder aber bei einem Bild eben Instagram. Je nachdem, was ihr also kopieren wollt, werden euch die passenden Apps in diesem Magic Portal am Bildschirmrand angezeigt, deshalb kontextbezogen. Dieses kontextbezogene Menü lernt aber auch von euren Verhaltensweisen, sonst wäre es ja keine KI, und schlägt euch immer passendere Apps vor, mit denen ihr dann weiterarbeiten könnt. Wenn ihr zum Beispiel immer ein Foto in eine E-Mail reinkopiert, weil ihr zum Beispiel Gutachter seid, dann wird euch irgendwann nicht mehr Instagram in diesem kontextbezogenen Menü angezeigt, sondern eben insbesondere das Mail-Programm. Dieses Feature habe ich so noch nirgendwo gesehen und ich fand es wirklich mega praktisch und habe es im Alltag auch wirklich häufig benutzt und deswegen gibt es von mir beide Daumen hoch, allein auf diese Idee zu kommen. Ich finde es ja immer toll und feiere jeden Hersteller, der in der Lage ist, über den Tellerrand zu schauen und etwas völlig neu zu denken. In diesem Fall eben ein intelligentes Copy and Paste, wo euch die KI vorschlägt, wo ihr es denn einfügen könnt. Die KI steckt ja überall tatsächlich noch in den Kinderschuhen im Vergleich zu dem, was da voraussichtlich in Zukunft auf uns zukommen wird. Und ich liebe diese ganzen vielen kleinen Features, die jetzt überall aufpoppen, die uns so einen kleinen Ausblick darauf geben, was uns da in Zukunft so erwartet und wie nützlich vor allen Dingen KI für uns in Zukunft sein kann. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass es für mich 2,5 Highlights gibt und 2 hatten wir schon, also kommen wir jetzt mal zu dem halben Highlight und das ist die Kamera. Diese muss man beim Honor Magic 6 Pro jetzt nicht sehr lange suchen. Die Dreifachkamera ist nämlich auf der Rückseite großzügig im Kreis angeordnet und verfügt über eine 50 Megapixel Weitwinkel, eine 50 Megapixel Ultraweitwinkel und eine 180 Megapixel Periskop Telefotokamera. Und insgesamt sieht die Kamera auf dem Papier auch richtig gut aus. Die Hardware ist allerdings nichts ohne die Software, beziehungsweise die Software kann, wie wir spätestens seit den Google Pixel Smartphones wissen, Aufnahmen von einer mittelmäßigen Kamera-Hardware Bombe aussehen lassen. Beim Honor Magic 6 Pro trifft allerdings eine extrem gute Hardware auf eine richtig gute Software. Und die Bilder und Videos, die dadurch entstehen, haben mich zwischenzeitlich echt sprachlos gemacht. Und wie immer bei mir könnt ihr die Leistung der Kamera selbst beurteilen und hier kommen die Aufnahmen dazu. Ziemlich beeindruckend, oder? Ich finde insbesondere die Videoaufnahmen haben durch die KI, die da verwendet wird, einen so krassen 3D-Effekt. Das war jetzt die Hauptkamera, die von mir definitiv eine volle Punktzahl bekommt für das, was sie da liefert. Bei der Selfie-Kamera sieht das Ganze dann aber, warum auch immer, leider ganz anders aus und weshalb ich bei der Kamera einen halben Punkt leider wieder abziehen muss. Bei gutem Licht macht die Selfie-Kamera sehr gute Aufnahmen. Draußen, die Sonne scheint, alles wunderbar. Richtig gute Aufnahmen. Allerdings finde ich sie auch hier schon nicht so herausragend wie die Aufnahmen der Hauptkamera und wie die 50 Megapixel, die Selfie-Kamera hat, vermuten lassen. Denn 50 Megapixel sind für eine Selfie-Kamera übertrieben viel, denn normalerweise haben wir so 12 Megapixel oder auch mal 32. Sobald man allerdings drinnen ist, wo es vielleicht nicht mehr so viel Tageslicht gibt, schmiert die Kamera einfach total ab und es kommen nur noch mittelmäßige bis schwache Aufnahmen zustande, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wird da plötzlich eine andere Software verwendet? Oder was passiert da, wenn ich von der Hauptkamera auf die Selfie-Kamera wechsle? Das ist wie von einem Luxushotel in die Jugendherberge mit 8 Bettzimmer und Gemeinschaftsbad auf dem Flur zu wechseln. Will man einfach nicht. Bediene ich mich hier dem Stilmittel der Übertreibung? Vielleicht.
Aber dennoch ist da ein frappierender Unterschied zwischen der Qualität der Haupt- und der Selfie-Kamera, wo ich einfach nur hoffe, dass das mit zukünftigen Updates gefixt wird. Denn mal abgesehen von der Low-Light-Performance der Selfie-Kamera ist das Honor Magic 6 Pro ein absoluter Volltreffer. Ich liebe das Design, die Hauptkamera, dann kommen schicke neue KI-Features dazu und außerdem ist die Performance mit dem Snapdragon 8 Gen 3 in Verbindung mit Magic OS 8.0, das auf Android 14 basiert, einfach nur herausragend gut. Der 5600 mAh starke Akku hält bei mir zwischen 7 bis 9 Stunden Display-On-Time durch, also volle 2 Tage und manchmal sogar darüber hinaus. Also alles, was mir persönlich an einem Smartphone wirklich wichtig ist, wird bei dem Honor Magic 6 Pro einfach zu 99% erfüllt und dann kommt auch noch der Preis dazu, wo ich ja normalerweise standardmäßig bei jedem Gerät sage, ist einfach viel zu hoch. Beim Honor Magic 6 Pro liegt die UVP eigentlich bei 1.299 €, wo ich auch direkt sagen würde, ist zu hoch. Aber Honor bietet das Gerät selbst seit Marktstart mit einem Rabatt von 300 € in seinem Online-Shop an, sodass es ja eigentlich eine UVP von 999 € ist und wir können sicher auch noch mit einem Preisverfall rechnen. Aber auch für 999 € würde ich jedem, der überlegt, sich das Honor Magic 6 Pro zu kaufen, einfach sagen, jo, kannst du machen, go for it. Und das ist ja mein ganz persönlicher Ritterschlag, wenn ich sage, go for it. Ich hoffe, mein Erfahrungsbericht zum Honor Magic 6 Pro heute hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann drückt unbedingt den Like-Button. Und ich habe gesehen in meiner Statistik, dass es immer noch über 80% sind, die meine Videos regelmäßig schauen und diesen Kanal noch nicht abonniert haben. Ich kann überhaupt nicht in Worte fassen, was das für Auswirkungen für mich und diesen Kanal hat, wenn du einfach kurz und schmerzlos auf Abonnieren klickst. Es ist aber auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung dafür, dass ich auch zukünftig solche Videos für dich produzieren kann. Deswegen ganz herzlichen Dank, wenn du jetzt genau auf Abonnieren klickst. In diesem Sinne, Freunde, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Muah.